Zombie Apocalypse. Eine neue Mod-Vorstellung im LS19 hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer. Da, 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 da. Heute, liebe Freunde, gibt es eine neue MV, eine neue Mod-Vorstellung? Ist das eigentlich die richtige Abkürzung dafür? Ich habe keine Ahnung. Heute darf ich euch freundlicherweise einen wunderschönen VW T6 vorstellen. Zugeschickt wurde mir dieses Fahrzeug von Fabi. Viele Grüße gehen raus an dich. Der hat mir dieses Fahrzeug zurechtgebaut und zugeschickt. Hier sieht man auch wunderbar Feuerwehr Ulm als Schriftzug. Powered by Premium Crew. Das ist auf jeden Fall ein richtig heißer Schlitten. Finde ich auch hinten richtig cool. Das passt richtig gut zu diesem Fahrzeug irgendwie. Gerade auch wegen diesen durchgezogenen weißen Balken, der einmal hier um das ganze Fahrzeug drum geht. Das hat auf jeden Fall was. Ansonsten, der Kühlergrill gefällt mir richtig gut. Kennt man natürlich auch von VW. Die Blinker bzw. die Warnblinkanlage, die gerade hier eingeschaltet ist, sieht auch richtig herrlich aus. Hier nochmal ein schönes Detail. Da steht drauf Multivan, also ein Multifunktions-Van-Fahrzeug, wie auch immer, was man hier wunderbar bedienen kann. Wir können auch gerne mal ganz kurz hier in die Info schalten. Ich glaube, hier kann man von außen das Simple IC nicht benutzen. Ja, wäre vielleicht so ein cooles Future oder Gadget, wie auch immer, also wenn man zum Beispiel Türen öffnen könnte oder so, aber ich bin eigentlich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht gerade so der Fan von Simple IC, aber okay, ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal das Interieur an. Also hier haben wir auf jeden Fall erstmal ordentlich Platz, ist ja auch ein wunderschöner Mannschaftstransportwagen, also hier haben wir auf jeden Fall so viele Sachen drin. Hinten sieht man erstmal ein paar Kisten, wie auch immer. Wir haben so einen Aggregat da drin, das ist ja mega. Alles gut verstaut mit Spanngurte davor, beziehungsweise Sicherungs-Klettverschlüsse. Ich bin gerade nicht auf das Wort gekommen. Ja, also das Äußerliche gefällt mir schon mal richtig gut. Das Innerliche ist auch wunderbar. VW-Logo, das sich auch drehen kann. Oh, was ist denn da? Sehe ich da etwa den Reifen? Ich glaube, das ist der Reifen. Oh Gott, okay. Also, ja, okay, das ist auf jeden Fall erstmal, ja, kein Beinbruch. Ansonsten, von oben, ja, der Himmel sieht gut aus, sehr gut. Alles gut verbaut. Finde ich auch richtig cool in der Mitte hier. Da ist mein YouTube-Kanal drauf. Richtig, richtig schön gemacht. Also, vielen, vielen Dank nochmal an dich. Was kann man hier machen? Wow! Holla! Was macht ihr denn hier? Ihr solltet eigentlich zu Hause sein. Mensch, geht mal schnell wieder weg. Das finde ich cool. Das hatte ich bisher auch nie im LS19 gesehen, dass man hier die Kameraden einschalten kann. Da sieht man auch mal, wie viel Platz hier eigentlich drin ist. Das sind ja, wie viel haben wir da? 3, 4, 5, 6, 7 Leute mit mir, mit den Fahrern. 7 Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich ein richtig schöner Multivan hier im LS19. Das ist ja mega, mega cool. Das muss ich gleich nochmal machen. Hier auch mal ohne Kameraden zu sehen. Siehst du, da drückst du einfach darauf auf das Kreuz und zack. Sind sie auch schwer drin. So, dann würde ich mal sagen, schmeißen wir mal an die Karre, die Bude und testen jetzt einfach mal das Fahrverhalten. Bevor wir das machen, testen wir ganz kurz die Funktionen. Wir haben erstmal hier Wunderschein, wie man das sehen kann. Blaulicht kann man auch hier wunderbar einschalten. Wir haben hier 2 Hörner. Ja, gefällt mir gut. Wir können hier den Heckwarner einschalten. Wartet. Nee, ach, das war hier unten, glaube ich. Genau, Heckwarnsystem haben wir. Wir haben nochmal so eine grüne Beleuchtung im Fahrzeug. Ich glaube, da sieht man jetzt gar nicht so gut gerade. Müsste man vielleicht ein bisschen dunkler machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, fahren wir mal los. Wir haben ansonsten alles hier gesehen. Hupe haben wir, ganz vergessen. Warnblinker haben wir, Blinker rechts, Blinker links. Eine Hupe haben wir, ein Horn haben wir. Eigentlich alles, was so ein Auto braucht. So ein wunderschönes Feuerwehrfahrzeug. Und was ich auch cool finde, 2 richtig fette Blaulichtbalken auf dem Dach. Also das macht wirklich nochmal was her, finde ich. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Das Fahrverhalten gefällt mir auch. Ich merke gerade, der rutscht so ein bisschen von der Strecke. Fahren wir mal kurz das Schild um. Kollision ist auf jeden Fall sehr gut. Fahrzeug ist nicht kaputt gegangen. Ist anscheinend auch ganz schön stark gepanzert. Fahren wir mal ganz kurz hier in unseren Kreisverkehr rein. Das ist ja die extreme Übungsstrecke. Da sieht man auch, guck mal,
ich lenke ganz normal, probiere ein bisschen schneller zu fahren und schon rutscht das Auto auch schon weg. Gut, also da sollte man schon ein bisschen aufpassen, ne, dass man jetzt hier nicht so ein bisschen übertreibt. Ich übertreibe ja mal gerne irgendwie. Aber wenn man langsam fährt und sich an die Verkehrsregeln hält, dann guck mal, dann läuft das Ding hier wie Butter auf den Straßen. Also man soll hier auch nicht mit 100, wartet mal, guck mal, das sind ja fast 100. Mit 100 soll es natürlich hier nicht in die Kurve gehen, ist ja klar, dass das Auto übersteuert und in die Kurve fliegt. Ja, ansonsten, also ich habe jetzt hier nichts auszusetzen. Ich habe hier bloß einen Fehler gefunden, eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Das ist halt, wie gesagt, der Reifen, der sich da unten, warte mal hier, bei den Kameraden in den Fußraum mitgesellt. Ja, das ist jetzt nicht gerade so das Wahre. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mit diesem Fahrzeug mit Lenkrad zu spielen oder beziehungsweise mit Lenkrad zu fahren. Also jetzt hier vor meinem Monitor meine ich das. Das kann man sich gut vorstellen. Das Fahrzeug fährt ansonsten richtig schön. Das gefällt mir richtig gut. Mehr habe ich da jetzt erstmal nicht zu sagen. Also auf jeden Fall Top-Arbeit, super, dass ich dieses Fahrzeug vorstellen darf und dann vielleicht sogar später in mein Projekt mit aufnehmen kann. Ansonsten, ich habe hier nichts weiteres zu sagen. Das Fahrzeug gefällt mir richtig gut. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie einen Punkt abziehe oder so. Und warum zum Teufel? Nee, also ich gebe wirklich das Fahrzeug 5 von 5 Punkten, beziehungsweise 5 von 5 Sternen. Also diese eine kleine Sache, ja gut, kann man jetzt bemängeln, muss man aber nicht. Hier guckt auch so ein bisschen das gibt's doch nicht, der Schuh guckt raus. Okay, das finde ich jetzt doch wieder so ein bisschen blöd. Wisst ihr was, wir ziehen einfach mal einen halben Stern ab, einen halben Punkt. Ja, dann haben wir 4,5 Punkte für dieses Fahrzeug. Also das stört mich jetzt doch schon so ein bisschen. Also gerade wenn man außen fährt mit den Kameraden, wenn man die jetzt ausschaltet, dann sieht man das natürlich nicht. Aber das gefällt mir auf jeden Fall gar nicht. Also das finde ich richtig blöd. Jetzt sieht man das natürlich nicht mehr. Aber ich würde dann schon gerne mit Kameraden fahren, die man auch einschalten kann im Fahrzeug mit Simple IC. Weil es einfach cooler aussieht irgendwie. Aber wie gesagt, das gefällt mir überhaupt gar nicht, wenn da wie so ein Schuh rausguckt. Dieser halbe Punkt, der macht jetzt auch nicht. Ansonsten, das Fahrzeug ist wunderbar. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen, liebe Freunde. Falls ihr das Fahrzeug gerne in den nächsten Videos sehen möchtet, lasst mir das gerne wissen. Schreibt mir das in die Kommentare und nochmal eine kleine Anmerkung für euch. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug der T6 von VW zum Download kommt. Das kann ich euch bisher noch nicht versprechen. Wartet auf jeden Fall ab. Vielleicht gibt es das Fahrzeug bald schon auf irgendeiner Mod-Plattform. Jo, liebe Freunde, dann würde ich sagen, falls ihr keine Fragen mehr habt, der war gut, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, ich wünsche euch was. Bis dahin, ciao.